Was geht ab? Wir sind zurück auf dem Fußballplatz. Das ist die erste Challenge nach meiner Verletzung, Freunde. Mal sehen, wie es heute so geht. Der Arzt hat gesagt, mach einfach, wie du magst. Oder? Deswegen heute Full YOLO. Deswegen einfach wieder draufhauen. Denn wir ehren, Mann. Wir machen ja nämlich, wie ihr seht, hier die Bayern versus BVB Challenge. Das ist das heißeste Duell der Bundesliga, Leute. Ihr wisst Bescheid. Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare, wer von den beiden Meister wird. Oder vielleicht wird ja auch wer anders. Nein. Also Hashtag BVB oder Hashtag FCB. Wer macht die deutsche Meisterschaft? Wer holt das Ding? Also, deswegen tragen wir heute schon mal das Duell der zukünftigen Meister aus. Einer von ihnen wird es auf jeden Fall machen dieses Duell Jahr. Duell der Giganten. Bin ich mir relativ sicher, leg ich meinen Fuß für ins Feuer. Ja, entscheiden wir es. Welche Fuß legst du ins Feuer? Den kaputten? Beide sind kaputt. Lass schon mal gerne ein Like da für diese Fußball-Challenge, für mehr Fußball-Challenges. Und lasst ein Abo da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Ja, also, das solltet ihr jetzt definitiv direkt kostenlos, Freunde. Macht es einfach. Gönnt einfach. Let's go. Bayern ist stopped. Freunde, ihr seht auch vielleicht, ich habe ja kein Trikot, denn ich repräsentiere heute alle anderen Bundesliga-Vereine. Und da es sehr unwahrscheinlich ist, dass einer von denen das Rennen macht, bin ich das halt, weil ich ja auch noch verletzt bin und wahrscheinlich eh nicht das Tor treffe. Das wahre Duell ist heute Bayern versus Dortmund. Ihr kennt den Hasen, wir schießen immer abwechselnd. Die erste Challenge ist, der Ball kommt vor der Grundlinie, man hat zwei Kontakte und mal sehen, wer es macht. Wir sind ja auch Tabellenerster gerade, glaube ich. Von daher darf ich jetzt die Führung direkt ausbauen, sagen wir es mal so. Macht keinen Sinn, wie immer, meine Intros, meine Ansagen, aber... Der Loco Bolster auch drauf, packt den Hammer aus. Ich sag mal so, wenn der Spidey da mit dem Fuß rangeht, dann sind die Bänder wirklich komplett durch. Ja, deswegen, ich mache ein schönes gezirkeltes Tor, Freunde. Freunde, siehst du, ein bisschen Ehre noch am Start, einfach ein schönes Tor gemacht. Easy für mich. Ich weiß auch nicht, warum die ausgerechnet mich als Krüppel ins Tor stellen. Wahrscheinlich, dass die beide easy ein Tor machen. Aber jetzt erster Schuss mit dem noch halbwegs verletzten Fuß. Freunde! So geht das! Selbst mit dem kaputten Fuß war hier noch ein Tor, Alter. Aber ich weiß nicht, ob ihr es kennt nach einer Verletzung. Man hat so ein bisschen diese Blockade durchzuziehen. Schuss top, Torwart flop. Mal gucken, ob es so weitergeht. Nope. Das war viel zu hoch. Dortmund ist da am Schwächeln. Das heißt, direkt die Bayern jetzt im Vorteil. Einfach ein schönes Tor und dann haben wir direkt den Vorsprung wieder da. Da ist er direkt losgesprintet, der Wirki, und dann kommt er noch mit den Händen dran. Jetzt ist die Chance für den Krüppel da in Führung zu gehen, Leute. Wenn ich jetzt Glück habe, führt die ganze restliche Bundesliga. Keine Ahnung, wer dann überhaupt gewinnt. Leipzig oder so. Leute! Keine Ahnung, was ich sagen sollte. Es schwankt einfach gerade. Mal gut, mal schlecht, aber genau wie meine Haare einfach. Boah, dann müsste Dortmund direkt zurückgehen. Dann krieg ich einen links unten, dann kriegt er einen rechts unten. Freunde, ich bin einfach PSG. Wenn ich gewinne, gewinnt PSG die Bundesliga. Okay. Ich habe das Gefühl, mein Fuß ist jetzt besser als vorher. Irgendwas hat sich richtig eingestellt. Den ersten Abschluss einfach nehmen und dann den Torwart verwirren. Ah, Freunde, Neu hat da seine Hände geopfert, ey. Die sind jetzt so rot wie das Trikot. Jetzt nochmal einen schönen und dann läuft er dir. Bayern zu stark hier, Freunde. Dortmund schon raus in der ersten Challenge. Und jetzt schauen wir mal, ob PSG Bayern noch schlagen kann. Freunde, PSG macht das. Zweite Halbzeit, Freunde. Jetzt wird ein bisschen viel gefoult, deswegen gibt es drei Freischüsse. Erste Runde von links, zweite von Mitte und dritte von rechts. Okay, schnick, schnack, schnuck. Wer anfängt, würde ich sagen. Okay, Luca fängt wieder an. Schnickschnack schnuck bin ich schon zu stark.
wusste nämlich Holz, ich glaube, dass der in die Lange geht. Jetzt kommt Draxler, Freunde. Was war das für eine Parade? PSG da am Drücker, aber jetzt zum Glück einmal vergeben. Das ist jetzt die Chance für Bayern, Freunde. Jetzt einfach ein bisschen rein sweaten, dann läuft das. Mettbrötchen-Gang. Mettbrötchen-Gang. Weiter Durchgang, jetzt schießt Gürki von Mitte. Und Haare stören mich einfach gerade bei jedem Tier. Und ihr wisst, ich darf nicht mehr jubeln, weil dabei verletze ich mich ja immer nur. Aber trotzdem. Geil. Schlechte Torwartleistung, sein Urgroßvater. Lasst ein Like da für diese nicht vorhandenen Paraden. So macht der Loco. Mettbrötchen. Keine Mettbrötchen mehr, Freunde. Ja, die Führung für PSG. 5-4-4. So macht Loco jetzt. Holz, ich kann mal mit der kurzen Ecke oben, weil der rechnet ja nicht mit. Dortmund zieht mit PSG gleich, aber PSG hat noch einen Schuss. Oh! Ist nicht tot zu kriegen, Freunde. Da muss man sagen, er war schon sexy. So schießt es nicht mal mit einem gesunden Fuß, Alter. Ja, ich glaube tatsächlich, dadurch, dass du umgeknickt bist, schießt du jetzt noch besser. Das kann ja hier nicht mit rechten Dingen zugehen. Der Rekordmeister ist gerade ganz hinten. Das heißt, jetzt muss ich auf jeden Fall treffen, Freunde. Sonst wird es ganz, ganz schwer. Freunde, war ganz, ganz wichtig. Wir haben mit Birki ein bisschen Angst gemacht. Zum Glück ist er reingefallen. Okay, Freunde, der aktuelle Zwischenstand vor der letzten Challenge: 6 für PSG, 5 für Dortmund und 5 für Bayern. Das heißt, die letzte Challenge entscheidet nochmal alles, und zwar Elfmeterschießen. Da habe ich als Elfmeter-King natürlich einen ganz klaren Vorteil hier. PSG legt vor. Ich gehe letzter. Und du bist dann Mitte. Okay, PSG hat eigentlich alles in der Hand. Wenn ich jeden Elfer verwandle, dann sind wir deutscher Meister, Freunde. Da bleibt er einfach stehen. Solche Elfmeter hält niemand, glaube ich. Mit Ansage. An alle Täuscher der Welt. Außer Passi keiner. Natürlich. Ja, mit seinem. Oh, reingesweckt. Bis jetzt hat jeder getroffen. What a save! Präzision, nein! Egal, ich spiele immer noch. Gleiche Eck oder andere? Ich glaube, ich gehe nochmal auf die gleiche. Ich musste die gleiche Ecke machen bei Punkten. Wenn wir jetzt treffen, dann ist es komplett unentschieden, ne? Dann steht's ja. 7-7-7. Ja, den kann man haben. Ja, ich hab den noch total nicht getroffen, aber ist drinne. Einmal rechts, einmal links. Was kommt jetzt, Freunde? Der steht, Alter. Was ist das denn? Eben springt er wie ein Verrückter und jetzt bleibt der stehen, Alter. PSG ist schon mal tot. Jetzt muss ich echt nur noch den einen von euch treffen. Freunde, jetzt haben wir das Duell Bayern gegen Dortmund, aber wenn ich jetzt nicht treffe, dann bin ich auch direkt raus. Dann hat Dortmund das Ding gewonnen. Freunde, jetzt gibt es hier das Sudden Death zwischen Dortmund und Bayern. Dann schauen wir mal, wer dieses Jahr Meister wird. Dortmund muss. Ich sag mal, das machen die Bayern ganz klar. Hier, easy. Schreibt in die Kommentare, was glaubt ihr, Freunde? Echt? Das sehe ich schon. Ja, geil. Geil. Oh mein Gott, wie kann der unter sich runtergehen? Moin. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, Freunde. Das ist ganz schön cool. Oh mein Gott, und Dortmund ist Meister, Freunde. Nein, Freunde, Dortmund darf nicht Meister werden. Das geht doch nicht. Ist aber Meister geworden. Das war der Blick in die Zukunft. Ja, Dortmund holt sich den Meisterschaftstitel. Dortmund wird scheinbar Meister, Freunde. Mit einem Tor-Tor-Differenz. Das wird knapp, Freunde. Das wird knapp. Ein ganz enges Ding. Wie ist eigentlich das Spiel ausgegangen, Dortmund vs. Bayern? Ich hab nicht geguckt, Bruder. Wo hast du es gesehen? Oder was? Das ist doch so ausgegangen wie wir. Ach, das ist diese eine Ergebnis, ja, diese, und dann diese Mal 2. Ja, genau. X, genau, ganz genau. Freunde, danke fürs Zuschauen. Dortmund wird scheinbar Meister. Nein. Danke, Loco. Also, aber schreibt mal einen Tipp in die Kommentare natürlich. Lasst ein Like da für diese Challenge. Und ein Abo. Schaut bei Loco vorbei. Auf jeden Fall, dem Meister hier. Und auch danke für alle, die mir gute Besserung gewünscht haben. Ich konnte nicht jedem persönlich danken, aber ich bedanke mich bei allen, die auch positives Auge jetzt auf meinen Fuß machen. Ja, Mann. Und sorry, dass ich den Ball nicht gehalten habe. Hättest du den gehalten, hätte ich mich nicht gefreut und hätte mich nicht verletzt. Ja. Aber ich bin halt zu krass. Deswegen, bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Peace out. Ciao.
so. Okay. What?